Es ist der Wettkampf. Die Dramatik. Die Begeisterung. Es ist dein Sport. Schütze ihn vor Manipulation. Wettbewerbsmanipulation zerstört genau das, was den Sport ausmacht. Einen Fernkampf und die Unvorhersehbarkeit des Ergebnisses. Wettbewerbsmanipulation hat viele Gesichter. Nur wenn du sie erkennst, kannst du dich und deinen Sport auch davor schützen. Was also genau ist Wettbewerbsmanipulation? Wettbewerbsmanipulation ist die Beeinflussung des Verlaufs oder Ergebnisses eines sportlichen Ereignisses für einen persönlichen, sportlichen oder finanziellen Vorteil. Zum Beispiel, wenn man extra verliert, um anschließend auf einen leichteren Gegner zu treffen. Um auf- oder nicht abzusteigen oder auch, um Wetten zu gewinnen oder einen anderen finanziellen Vorteil zu erlangen. Wettbewerbsmanipulation kann also sportbezogen und wettbezogen geschehen. Beide Arten der Manipulation sind verboten. Wer kann Spiele und Wettkämpfe manipulieren? Zum einen diejenigen, die direkt am Spielgeschehen beteiligt sind. Ebenso können Personen von außerhalb versuchen, Spiele und Wettkämpfe zu manipulieren. Es existieren unterschiedliche gesetzliche und sportrechtliche Regelungen, abhängig von der Sportart, dem nationalen oder internationalen Wettbewerb oder dem jeweiligen Turnier. Daher solltest du dich im Vorfeld immer gut informieren. Mit diesen vier Grundregeln kannst du dich und deinen Sport schützen. Hältst du dich an sie, hältst du auch deinen Sport sauber. Regel 1. Manipuliere niemals einen Wettbewerb, verliere niemals absichtlich und gib immer dein Bestes. Regel 2. Wette niemals auf dich oder deinen eigenen Sport. Regel 3. Gib niemals Insiderwissen weiter. Teamtaktiken oder Verletzungsprobleme könnten in die falschen Hände geraten und unter anderem für Wetten missbraucht werden. Regel 4. Melde dich, wenn du glaubst, dass manipuliert wird oder du etwas Verdächtiges bemerkst. Teile deinen Verdacht am besten deinem Verband, dem Veranstalter des Wettbewerbs oder, falls vorhanden, einer Ombudsstelle mit. Darüber hinaus kannst du dich auch immer an die IOC Integrity Hotline wenden und dort anonym Hinweise geben. Wettbewerbsmanipulation wird mit empfindlichen Strafen geahndet. Von Geldstrafen, Aberkennung von Siegen, dem Ausschluss vom Sport sowie Sperren bis hin zu 3 bis 5 Jahren Freiheitsstrafe in besonders schweren Fällen. Wettbewerbsmanipulation zerstört nicht nur den Ruf einzelner Athletinnen und Athleten, sondern den Sport als Ganzes. Den Wettkampf, die Dramatik und die Begeisterung. Vertrauen ist nur schwer wiederherzustellen. Es ist dein Sport. Schütze ihn vor Manipulation.